Ich gucke in den Kofferraum. Ihr macht jetzt alle die Hände hoch. Falsche Wahl, Kollege! Falsche Wahl, Kollege! Ah, jetzt mach. Ich glaub, sie waren zu langsam. Ich war schnell genug. Ich fress dich jetzt. Yam, yam. Yam, yam. Ein Zivilist. Los, abonnieren Sie jetzt den Kanal. Dies ist Ihre einzige Chance. Tun Sie es. Sie müssen den Kanal jetzt abonnieren. Vielen Dank. Aktivieren Sie den Kanal und abonnieren Sie die Glocke. Ein Kreuzgibbel wird immer dabei. Nein. Für alle Fälle. Boot ist offen. Wir fahren dann mit 60 km/h gegen, dann öffnet sich eine unsichtbare Wand. Oha. Habt ihr gesehen? Es geht ja wirklich. Ja. Onkel, gehen wir Slush-Eis holen? Ja. Das muss ich dir unbedingt zeigen, Tante. Ich weiß, wo es das beste Slush-Eis gibt. So. Aber ich komme da oben leider nicht hin. Ich helfe dir, komm her. Ich möchte grün und blau. Ich heb dich hoch. Ja, aber ich komme da ja trotzdem nicht an den Hebel ran. Ja, warte, ich drück den. Ich glaub, nimm den Becher. Ich glaube, du musst doch deine Frau was beibringen. Warte, ich hab's gleich. Achso. Das ist ein Kaffee. Ah, ein Kaffeebecher. Das ist doch nein, du musst den Cup nehmen. Ich glaube, die macht das mit Liebe, wie ist. Mir leid, das ist mein erstes Mal. Dankeschön. Achso, und da kommt noch was rein. Fischi-Sticks. Mit erster Fischi-Sticks. Okay. Die kann man noch warm machen, aber das letzte Mal, wo ich herausfinden wollte, wo der Ofen ist, habe ich aus Versehen den Laden ausgeraubt. Ach, so viele? Ja. Ich brauch doch nur eine Packung. Nimm dir. Okay, danke. Das ist aber ein komischer Name für eine Tante. Wieso? Wie heißt sie denn? Enros 5977. Das ist ein komischer Name. Ja, ausgerutscht. So. Ja, bestimmt. Was soll es denn sonst heißen? Ja. Ja? Ja, das ist ein komischer Name. Den holen wir uns jetzt. Zu wem gehört sie ja? Den Kasper. Ich? Ja. Ey, du Kasper. Keinem, warum? Du Kasper, wozu gehört... Alles gut, Panimel? Alles gut. Achso, nee. Was ist los? Wie viele Magazine hast du dabei? Ich gucke in den Kofferraum. Ihr macht jetzt alle die Hände hoch. Falsche Wahl, Kollege! Falsche Wahl, Kollege! Ich habe eine Schutzweste und ich bin voller Gambo-Erfahrung. Der Mann hat sich mit dem falschen Baby angelegt. Big Victory. Aber bei mir, wir haben das gerettet. Es kommt gerade nichts machen. Ich brauche hier auch eine Waffe. Was? Achso, wollen Sie mitkommen? Ja, steigen Sie einfach ein. Steigen Sie einfach ein. Na, steigen Sie doch ein. Einfach reinsteigen. Steigen Sie einfach ein. Nur ganz kurz stehen bleiben. Ja, steht doch. Steigen Sie ein. Ja, Leute. Ey, merkt euch doch mal aus. Einfach reinsteigen. Was ist denn daran so schwer? Funktioniert. Wie funktioniert nicht? Einfach Türgriff nehmen? Seid doch an der Tür schon. Dann müsst ihr jetzt nur noch zugreifen und einsteigen. Mhm. Also. Einfach zugreifen. Nur ganz kurz stehen bleiben. Ja, steht doch. Für eine Sekunde. Wir stehen doch. Fettzeug. Einfach einsteigen. Als ob ihr das nicht schafft. Hä? Warum steigen Sie nicht ein? Wollen Sie jetzt die ganze Zeit laufen oder was? Steigen Sie einfach ein. Der Sport ist gut. So umständlich. Steigen Sie doch einfach rein. Du musst die Kupplung treten. Mach ich doch, steigen Sie doch ein. Kupplung treten und dann leicht auf die Bremse. Steigen Sie doch einfach ein. Schon, das ist ein Baby, woher soll das denn wissen, wo eine Bremse ist? Also. Einfach einsteigen, die Herren. Steigen Sie doch jetzt ein. Aua. Junge. Einfach einsteigen. Einfach die Türklinke in die Hand nehmen und Einfach den F-Muskel betätigen. Einfach den F-Muskel betätigen. Betätigen Sie den F-Muskel und steigen Sie in die Tür ein. Also. Funktioniert das nicht? Warum? Keine Ahnung. Das ist auch noch abgeschlossen, die ist offen. Auto ist also. Liegt das an Ihrer Haarfarbe? Halt so. Kann das sein? Steigen Sie doch einfach ein. Dreh die Kupplung durch, da bleibt das Auto stehen. Der Chat wird entscheiden, ob Sie einsteigen dürfen. Ja, bitte, Chat gönnen. Chat sagt nein, euch. Tschüss. Ja, Chat sagt ja. Das hat nicht einer ja gesagt. Nee, nicht einer hat ja gesagt. Es gibt, Sie können Ihr Auto in eine zweite Dimension bringen. Ja. Steigen Sie in Ihr Auto ein. Sie müssen direkt hinterher, sonst klappt das nicht. Wir müssen... Bei euch? Nein, bei dir. Wir sind so zu schwer, dann geht das nicht. Können Sie mit dem Auto in kurzer Zeit 50 km/h erreichen? Warte, ich test mal. Funktioniert das? Ja. Sie können in eine zweite Dimension, dort gibt es Schwarzgeld, 500.000 Schwarzgeld. Glaube ich nicht, aber ja. Es ist wirklich so, das haben wir heute erst entdeckt, das ist mega krass. Okay, kommen Sie mit, dann mit 50 km/h gegen die Wand, ja? Passt. Glauben Sie mir das nicht? Nee. Mach ich es Ihnen eben vor, ja? Jo. Ob er einfach wegfährt? Blöder Penner. Ich glaube, er hat Angst vor der magischen Kraft. Ich glaub, sie waren zu langsam. Ich war schnell genug. Hallo? Die Geister schlägen mich, Hilfe! Was? Ich wo ist die Geister hin? Oh mein Gott! Komm rein, Ding!
Au, das bin ich jetzt nicht zugehauen, Dame. Du Hund! Ey, du scheiß Geisel! Ey, was bist du für ein Mann? Der die ganze Zeit. Hey, Salzkurs. Mhm. Merke Streamstripe als Gigant. Ja, natürlich. Ich bin ja auch eine Zähnegröße. Du bist ein Meme in 5M, sag ich so. Baby, das Baby. Was geht? Baby, magst du MG13? Stopp, hallo. Was? Welches was? Kind hat gerade mit mir gesprochen? Ich verklag euch, weil ihr so eine dumme Mülltonne habt. Hallo, Frau. Hallo, Baby. Die Frau, das ist mein Sohn. Hätten Sie Interesse? Ein bisschen. Sie hätten dann einen Sohn. Baby ist schon süß, ja. Ich kenne den Mann mit der warmen Weste nicht. Er scheint mir sehr obszön zu sein. Hast du noch deinen 20er? 20er? Hm. 20er? Du, no, her damit! Hast du keine Mutter? Ja. Warum? Keine Ahnung. Einfach verschwunden. Soll ich mir vertrauen? Ja, natürlich. Man kann mir nur vertrauen. Sicher? Ja. Geiselname, Geiselname, Geiselname! Oh nein. Funk durch, Funk durch! Will denn du durchfunken? Ja, das werden sie gleich herausfinden. Mann, ich hab übelst Kopfschmerzen. Nein, 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 nein. Mein Kopf auch! Ich empfehle Ihnen nicht, auf einem Laptop zu spielen. Jo! Auch sehr persönliches Interesse an dem Fall, da die Frau gerade von uns entführt wurde und dann so schlimme Kopfschmerzen hatte. Ach so, das hat sie uns, auch aufgebracht bei uns. Jetzt ist sie einfach abgehauen. Dann verprügel ich sie heute ausnahmsweise nicht. Was ist unser größtes Problem? Die Polizei. Ja, das ist unser beides Problem. Und was macht ihr hier? Ihr macht Kindergarten! Also. Dann kam aber auch schon meine Hermanos und... Hermanos? Ja, Los Pollos Hermanos. Gustavo Fring. Kommt genau, ihr her? Was habt ihr hier mit der Gang zu tun? Wir wollen Waffen kaufen. Waffen kaufen? Und ja, du? Ja, ich auch. Verstehe nicht. Wie alt bist du und wie ist dein Name? Ich bin Leon. Leon? Ja. Name? Davon ist so ein Leon. Achso, ich dachte, das wäre das Alter. Wie ist das Alter? 15. Ich glaube nicht, dass eine Gang Waffen verkaufen wird. Schönen guten Tag noch. Komm. Paniermehl. Lecker. Yum, yum. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu schnell für Stadtgeschwindigkeit. Ja, guck mal, wir würden auch überhaupt nicht irgendwo überall gegenbrechen, ne? Nö. Ihr Selemi! Oh, Digga, warum ist der hier immer? Was machst du? Wie hier immer? Ja, du bist immer da. Ja, ihr seid immer da. Ihr Selemi! Bleib stehen, ihr Selemi! Sie wissen scheinbar noch nicht, dass ich der beste Fahrer bin. Mensch, ihr Selemi, ich bin ein viel besserer scheiße. Fahrer. Nee, scheiße. Mensch, ihr Selemi, du kannst wirklich sehr schlecht fahren. Ah! Oh ja, Selemi, was ist das für ein Scheiß hier? Du machst jetzt deine Hände hoch! Was? Okay, ich ergeb mich! Du kleines Kind, mach deine Hände hoch! Ich ergeb mich! Ja, du brauchst da jetzt gar nicht einsteigen. Ey! Tschüssi! Nein! Tschüssi! Ey. Abgenommen, abgezogen! Tschüssi! Auf Wiedersehen! Das kannst du jetzt nicht machen! Hey! Was, hey? Kannst du jetzt nicht machen! Wieso nicht? Ja. Der hat mich gerade überfallen! Ja, ist ja nicht so schlimm! Wie, nicht so schlimm? Das ist ja nicht so schlimm. No, das ist sehr schlimm. Ihr habt mich als Geisel genommen. Danke fürs Auto. Fliegst du als Beifahrer eigentlich auch raus? Ja. Deswegen würde ich nicht so gern gegen die Wand fahren. Ich bin tot. Nö, bist du nicht. Alles gut. Wo bist du? Da ist er. Ich fress dich jetzt. Yum, yum. Yum, yum. Ein Zivilist. Ein leckerer Zivilist. Sehr lecker. Och, Kylo. Ich spiel doch gerne Schach, Mann. Oh. Ich könnte alles lesen. Wer ist denn das? Oh, echt? Hä? Der ist aus Fortnite, Alter. Oh, Fortnite. What the fuck?